Nachdem Buddha tot war, zeigte man noch jahrtausende lang seinen Schatten in einer Höhle, einen ungeheuren, schauerlichen Schatten. Gott ist tot, aber so wie die Art Mensch ist, wird es vielleicht noch jahrtausende lang Höhlen geben, in denen man seinen Schatten zeigt. Und wir müssen auch noch seinen Schatten bekämpfen.